Hi, das hier sind Rosenkohl-Moinkballs und wie ihr die macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Rosenkohl-Moinkballs brauchen werden. Los geht es natürlich mit Rosenkohl. Hier sind jetzt also 10 Rosenkohl, die ich schon vorgekocht habe. Und wenn ihr Rosenkohl vorkocht, schneidet den mit dem Messer unten einfach so ein bisschen ein. Dann bekommt ihr den schneller durch. Also 10 Rosenkohl, 20 Scheiben Bacon, 500 Gramm Rindergehacktes. Eine Barbecue-Rub nach Wahl. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Rest von der Sweet and Smoky Rub von Ted Reeder gehabt. Deswegen, die werde ich jetzt aufbrauchen. Dann liebt Rosenkohl Muskatnuss. Und deswegen habe ich hier meine Muskatreibe liegen. Das heißt, wir werden ein bisschen Muskatnuss daran reiben. Räuchern möchte ich das Ganze auch. Und dafür werde ich hier von Pottfeuer den Krautrauch benutzen. Und zwar in der Variante Kirsche. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Und dann wird das Ganze hinterher noch bestrichen oder geglazed mit einer Barbecue-Soße nach Wahl. Ich habe jetzt hier die vom Hauptstadtgriller, die er mir geschickt hat. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Brauchen wir einfach noch einen Grill. Und der besteht hier schon auf dem Tisch und ich zeige euch jetzt genau wo. Die Moinkballs werden heute nicht auf dem Keramikgrill gemacht, sondern auf diesem Grill hier. Das ist ein Kopp-Gasgrill, ein kleiner Reisegrill, eben mit Gas, ähnlich wie der Weber Go Anywhere mit Gas. Ich finde den absolute Spitzenklasse und für das, was wir heute vorhaben, reicht der auch vollkommen aus. Jetzt bereiten wir erstmal das Hackfleisch vor und dann geht's weiter. Die Moinkballs werden später indirekt gegrillt, deswegen habe ich mir jetzt schon das Garkörbchen vom Kopp hier hingestellt. Da können wir auch die fertigen Moinkballs direkt drauf ablegen. Los geht es jetzt also, dass wir hier unsere 500 Gramm Rindergehacktes mit einer Barbecue-Rub würzen. Wie gesagt, welche ihr da nehmt, ist euch völlig überlassen. Ich hatte jetzt noch so einen kleinen Rest, den brauche ich jetzt gerade auch. Dann kneten wir das Ganze ordentlich durch. Wenn das Hackfleisch dann mit der Barbecue-Rub vermischt ist, sind das wie gesagt hier 500 Gramm und ich brauche 10 Portionen. Ich forme mir jetzt also 10 Bällchen daraus, damit ich also wirklich für jeden Rosenkohl dann auch genug Hackfleisch habe. Wenn das dann vorbereitet ist, haben wir also hier 10 Hackfleischbällchen und hier 10 Rosenkohl. Dann nehmt ihr euch so ein Hackfleischbällchen, drückt das mit der Hand platt, nehmt den Rosenkohl, setzt ihn rein und verschließt das Ganze. So soll das Ganze dann später aussehen. Und jetzt bereite ich die anderen vor und dann machen wir weiter. So, da liegen sie jetzt, unsere vorbereiteten Bällchen mit der Rosenkohlfüllung. Und jetzt nehmt ihr euch dann 2 Scheiben Bacon. Nehmt euch ein so ein Bällchen, legt es da rein, schlagt es einmal so in den Bacon ein. Und dann noch einmal von der Seite hier. Bacon kurz andrücken und dann ist unser Rosenkohl-Moinkball fertig vorbereitet. Den setzen wir dann da auf das Blech und jetzt bereite ich die anderen vor und dann geht's weiter. So, hier liegen jetzt also unsere fertig vorbereiteten Moinkballs und jetzt geht es ans Räuchern. Und wie gesagt, fürs Räuchern benutze ich hier von Pottfeuer den Krautrauch und das riecht richtig intensiv nach Kirsche, das was hier in diesem Beutelchen drin ist. Und im ersten Moment dachte ich, das ist ja gar nicht viel. Ja, es ist nicht viel, aber ihr braucht auch nicht viel. Ihr braucht 5 Teelöffel davon und ich habe jetzt hier so eine Alufolie hingelegt. Und da gieße ich jetzt einfach mal ein bisschen was drauf, was ich so denke, was so 5 Teelöffel sein könnten. Ich denke, das reicht. Und das schlagt ihr einfach jetzt in die Alufolie ein. Knickt die Seiten ordentlich um. Und dann macht ihr mit einem Messer oder mit einem Holzpiker einfach so ein paar Löcher da rein, dass eben der Rauch dann auch raus kann. Und jetzt
holen wir mal den Kopf auf den Tisch. Das Schöne an so einem Kopfgrill ist nämlich, dass selbst wenn er läuft, könnt ihr ihn noch durch die Gegend tragen. Ja, diese Außenseite vom Grill ist komplett kalt. Ja, die könnt ihr also anfassen, das ist alles gar kein Problem. So, jetzt, den habe ich also jetzt schon mal vorgeheizt und werde jetzt dieses Räucherpäckchen einfach hier auf den Rost legen, beziehungsweise auf die Grillplatte und setze hier das Garkörbchen ein und dann mache ich den Deckel zu und wir schauen, was passiert. So, 2 Minuten später könnt ihr sehen, dass unser Räucherpäckchen ordentlich anfängt zu räuchern. Es riecht also jetzt fantastisch nach Kirschholzrauch hier im Carport. Das Räuchern wird nur 5 bis 10 Minuten dauern, dann ist der Effekt vorbei. Und die Moinkballs werden so, 20 Minuten, 25 Minuten brauchen. So, 5 Minuten später ist das mit dem Rauch auch schon wieder vorbei. Jetzt nehme ich das Alupäckchen mal raus. Und das brauchen wir ja nicht mehr. Mach den Deckel wieder zu und wir lassen die Moinkballs weiter garen. So, nach 20 Minuten werden wir jetzt die Moinkballs zum ersten Mal mit Barbecue-Soße bepinseln. Wir schauen mal, wie sie ausschauen. Die sehen schon fantastisch aus. Die riechen auch fantastisch. Die werden jetzt nur ganz dünn mit Barbecue-Soße bepinselt. Welche ihr da nehmt, ist euch da völlig frei überlassen. So, dann lassen wir sie jetzt noch 5 Minuten weiter garen, dann bepinseln wir nochmal. So, nach weiteren 5 Minuten, ihr könnt schon sehen, der Bacon ist schon richtig schön kross geworden, bepinsel ich jetzt noch zum zweiten Mal mit Barbecue-Soße und dann können wir gleich probieren. So, jetzt noch 5 Minuten weiter grillen und dann können wir probieren. So, die Rosenkohl-Moinkballs sind fertig. Die schauen absolut fantastisch aus. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir sie mal vom Kopf runter und schneiden mal einen an. So, dann schauen wir mal, wie die jetzt von innen aussehen. Und zwar genau so. Absolut fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, ist es jetzt mal Zeit zum Probieren. So, und da ist er also, ein halber Rosenkohl-Moinkball. Ich halte euch den mal so hin, dass ihr es nochmal sehen könnt. Es riecht fantastisch. Ich weiß, Rosenkohl polarisiert ein bisschen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich gehöre zu den Leuten, die ihn absolut lieben und vergöttern. Und für mich ist das hier, nachdem ich euch ja das Video schon mit der Blumenkohlbombe gezeigt habe, einfach war das die logische Konsequenz, dass man das auch mal probieren muss. Und ja, probieren. Heiß ist es, aber super lecker, voll gut, passt hervorragend, solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt und mir einen netten Kommentar hinterlasst. Solltet ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt hier oben nachholen, würde mich tierisch freuen. Bis nächsten Donnerstag, Barbecue aus Rheinhessen.